Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Küchenkabinett. Ja, ich habe mir heute zwei Gäste der, ja, soll ich sagen, Generation Zukunft eingeladen. Zwei, die im politischen Berlin aber schon ganz schön kräftig mitmischen und die aber trotzdem sozusagen für das Morgen in ihrer Partei stehen, wenn nicht vielleicht sogar fürs Heute. Ich begrüße ganz herzlich die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend, Ricarda Lang. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ich begrüße Konstantin Kuhle. Sie waren bis vor einem Jahr auch Vorsitzender der Jungen Liberalen, also in der Nachwuchsorganisation der FDP, und sind jetzt schon innenpolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Das ist ja mal Karriere, das ging ja relativ flott. Schön, dass Sie da sind. Und natürlich begrüße ich wie immer unseren Hausherrn, Markus Herbig, der uns wie immer mit seinen kulinarischen Köstlichkeiten ein bisschen verwöhnt. Was gibt's denn heute? Ja. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass Sie da sind. Wir machen ein was Lokales. Wir sind zum Ende der Spargelzeit und wir werden heute den Belitzer Spargel machen mit hausgemachten Kartoffel-Bio-Lintern-Gnocchis. Und dazu machen wir noch einen Serrano-Schinken und eine Schnittlauchbutter. Und zum Dessert, oh, das erzähle ich später, lassen wir uns überraschen. Ja. Und zu trinken? Zum Trinken habe ich ausgesucht heute mal ein Roséwein, weil das ist immer mehr im Kommen und ich hoffe, Sie trinken alle Wein. Ja. Und ein Roséwein aus der Pfalz vom Weingut Metzger, das Prachtstück. Und ich schenke den einfach mal aus, probieren wir den mal und hoffe, dass er uns allen schmeckt. Ja, da bin ich sicher. So, vielen Dank. Bitte sehr. Okay. Dann stoßen wir mal an und sagen, schön, dass Sie da sind. Zum Wohl. Ja. Zum Wohl. Ja, vielen Dank. Ich fange gleich mal an mit Ihnen, Frau Lang. Sagen Sie mal, wie oft werden Sie eigentlich im Moment angesprochen auf den großartigen Umfrageerfolg der Grünen? Gibt es dafür eine passende Phrase, die Sie da so parat haben, die Sie da gleich drauf antworten können? Natürlich dauernd, also was man sehr häufig hört, ist natürlich große Verantwortung, aber wir bleiben demütig. Aber ist natürlich auch so ein bisschen, also ist ja allen klar, irgendwie eine große Verantwortung. Ich muss sagen, ich bin immer noch ziemlich geblättert. Also das war schon dieser Wahltag. Man hat natürlich davor gesehen, dass die Umfragewerte extrem gut sind. Aber wir hatten ja als Grüne oft die Situation, dass Umfragewerte extrem gut sind und sich das nachher nicht so richtig im Wahlergebnis deckt. Ich glaube, für mich ist es Ausdruck von einer gesellschaftlichen Stimmung. Also ich glaube, es ist nicht einfach nur ein gutes Wahlergebnis für die Grünen, sondern es ist natürlich gerade, wenn man sich die jungen Wählerinnen anschaut, obwohl es eben nicht nur die waren, ja, ein Votum für Veränderung, würde ich sagen. Also gerade auf europäischer Ebene, aber ich glaube, es war nicht nur eine Wahl über die europäischen Verhältnisse, sondern auch eine über die Verhältnisse, die wir in Deutschland über diese Bundesregierung erleben. Und ich glaube, da ein Votum auf keine Lust mehr, eine Mischung aus Blockadepolitik, Verwaltung des Status quo und gleichzeitig Abhärtung im Bereich Geflüchtete und Migration. Irgendwas anderes, was anderes. Na, ich glaube nicht Hauptsache was anderes, das würde ich so nicht sagen, sondern ich glaube schon zu zeigen, dass Politik gestalten kann, dass Politik die Zukunft gestalten kann, dass die Zukunftsthemen, was eben gerade immer mehr Leute erkennen, schon die Frage ist, haben wir noch einen Planeten? Also haben wir in 10, 20, 30, 40 Jahren einen Planeten, auf dem wir gut leben können, auf dem unsere Kinder mal gut leben können? Und das aber nicht als eine Form von nur da passiert was und Fatalismus zu verstehen, sondern zu zeigen, Politik hat alles in der Hand, um das zu beeinflussen, müssen es halt nur trauen, es zu machen. Okay. Ärgern Sie sich eigentlich heute noch, dass Sie das nicht mitgemacht haben mit Jamaika? Das ist doch Wahnsinn. Sie profitieren ja von diesem ganzen Klimaboom oder Klimathema-Boom kein bisschen. Da wären Sie jetzt wenigstens mit dabei. Naja, also ich glaube, dass die Verhandlungen über einen Eintritt in eine Jamaika-Koalition ja auch beim Thema Klimapolitik nicht zu einem Ergebnis gekommen waren. Also es ist ja nun nicht so, dass da das fertige Klimakonzept auf dem Tisch lag und dass man jetzt keine Fridays for Future Demonstrationen hätte. Kohle spielt schon eine wichtige Rolle. Kohle spielt eine Rolle, aber absolut. Aber insbesondere beim Thema Energiepolitik ist man ja nicht zusammengekommen. Also wir haben beim Thema Energiepolitik erwähnt, dass nicht mal Union und FDP zusammengekommen sind. Und wir haben als FDP, und das ist eine Sache, an die wir uns noch sehr gut erinnern, zwischen 2009 und 2013 sehr stark am eigenen Leib erlebt, wie das ist, mit einer Union zu regieren,
die zwar auf dem Papier in einer Koalition ist, aber das doch eigentlich nur darauf abgesehen hat, den kleinen Koalitionspartner ins Messer zu liefern. Und deswegen hat sich unsere Schwelle eines Eintritts in so eine Koalition einfach vergrößert. Aber das ist ja und total glauben Sie nicht, dass das Thema Klimapolitik durch Jamaika abgeräumt worden wäre. Ja, es ist ein wichtiges Thema, aber es wäre nicht durch Jamaika behoben worden. Wir hätten dieselben Konflikte bekommen. Darf man immer noch nicht sagen, dass das ein Fehler war oder wie lange dauert das noch? Nee, es war kein Fehler. Also Schauen Sie sich an, was in den letzten Jahren, in den letzten anderthalb Jahren an Debatten in der Großen Koalition, anscheinend Debatten geführt worden ist. Aber die hätten Sie über ja nicht die Personalie gehabt. Natürlich, ein Horst Seehofer wäre doch so auch Mitglied der Bundesregierung geworden. Ein offener Konflikt zwischen Dobrindt und Seehofer am Verhandlungstisch. Seehofer, der mit der Personalie Maaßen ein Theater aufführt, das ganze Drama über Zurückweisung von Flüchtlingen an der Grenze und dann auch noch mit den Grünen dabei am Tisch, das wäre doch viel schlimmer geworden. Also Sie verstehen sich doch ganz prima. Wenn ich das richtig gelesen habe, sind Sie ja jemand, der eigentlich für grüne Themen ganz offen sind und auch Ihre Partei ermahnen, sozusagen auch grüne Themen stärker zu mit aufzugreifen. Ich frage aber trotzdem die Frau Lang, fällt Ihnen das schon auf, dass da schon die Plagiatoren am Werk sind? Also dass da immer mehr sagen, das sind ja alles ganz wichtige Themen und die müssen wir jetzt auch aufgreifen. Und glauben Sie, dass Ihnen das hilft oder den anderen? Also ich glaube, ich finde es nicht so sinnvoll, da direkt um diesen Plagiat-Ding dran zu gehen, weil am Ende haben natürlich wir Grüne nicht alleine Klimaschutz für uns gepachtet und sollten es auch nicht haben. Also weil das ist eine zu große Aufgabe, als dass die eine Partei allein lösen kann. Das heißt, eigentlich will ich, dass sich andere Parteien mit Klimaschutz beschäftigen. Ich will, dass andere Parteien Konzepte entwickeln, darüber mit uns streiten. Und wir haben da nicht sozusagen so einen Alleinvertretungsanspruch. Es kommt aber natürlich darauf an, was dann da vertreten wird und wie ernsthaft das ist. Und ich habe schon das Gefühl, dass an vielen Stellen gerade Klimaschutz draufgeschrieben wird. Also wenn man sich jetzt die Europawahlen anschaut, da war ja fast keine Partei, außer natürlich der AfD, die man aber komplett vergessen kann, die es nicht auf ihre Plakate geschrieben hat, eine Klimaunion zu machen, Klimaschutz. Wenn man sich die konkreten Konzepte anschaut, auch leider bei der FDP, wenn dann das bleibt, das Einzige, worauf man setzt, der Emissionshandel, der offensichtlich nicht funktioniert, dann bleibt es halt eine leere Phrase, das reicht halt dann am Ende nicht. Lassen wir uns mal von diesen aktuellen Themen ein bisschen weg und vielleicht mal noch mal ein bisschen grundsätzlicher werden. Wir haben gesehen bei der Europawahl, es gab so einen Generationsbruch bei fast allen Parteien. Und können Sie sich das erklären? Woher kommt das? Was ist auf einmal, warum sind die Babyboomer und die Ys und Zs, warum haben die so wenig miteinander gemeinsam? Was ist denn da passiert? Bei den Grünen war es auch so, nur andersrum. Ich vermute, dass die Art der politischen Kommunikation sich in den letzten Jahren ganz radikal verändert hat und dass durch das Internet, aber nicht nur durch das Internet, junge Menschen sehr viel schneller mitbekommen, wenn sie einen Politiker oder eine Politikerin vor sich sitzen haben, die nicht mit wahrhaftiger Haltung an politische Probleme herangeht. Ich glaube, das erlebe ich immer wieder in Gesprächen und in Terminen mit jungen Menschen, die merken viel schneller, ob derjenige, der da vor ihnen sitzt, das so meint, ob der sich vorbereitet hat, ob der auf Fragen vernünftig antworten kann, ob der auch mal in der Lage ist zu sagen, sorry, bei dem Thema kenne ich mich einfach nicht aus. Ich hätte mir bei manchem CDU-Politiker beim Thema Urheberrecht gewünscht, dass einfach die Leute mal nichts dazu sagen, mal gleich statt ständig eine neue Sau durchs Dorf zu treiben und damit auch dazu beizutragen, dass der gesamte politische Betrieb in Verruf gerät. Es macht ja nichts, wenn Digitalisierung nicht das Top-Thema von jemandem ist. Es muss auch Leute geben, die Klimapolitik machen und Bildungspolitik machen. Macht man eben keine Digitalpolitik. Aber ständig mit so halbgaren Konzepten darauf zu antworten, das zerstört das Vertrauen der jungen Menschen. Und die merken das sehr schnell durch die Medien, die sie konsumieren. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Das ist ganz spannend. Lassen Sie mich noch mit einer Frage verbinden. Dann, ja, gerne. Dieses Gefühl habe ich nämlich auch ein bisschen, dass die Frage Urheberrecht gar nicht so eine unwichtige Rolle gespielt hat bei allem, was mit Rezo und Rezomania passiert ist. Und da finde ich zwei Dinge total spannend. Auf der einen Seite kann man jetzt nicht sagen, dass Grüne extrem kritisch angefasst werden vom Mainstream der Medien, sondern eher da auch viel Verständnis und auch auf viele ähnliche Bewertungen von Themen treffen. Aber bei der Frage haben die Grünen eigentlich sich konträr gestellt zum Deutschen Journalistenverband zum Beispiel. Gilt Eigentum, ist das ein Unterschied, ob Eigentum sozusagen, wenn es materialistisch ist, dann ist Eigentum schon noch wichtig. Aber wenn es um geistiges Eigentum geht, dann wird das volatil oder wie sehen Sie das?
Es ging ja dabei nicht darum, bei allen, die sich gegen diese Urheberrechtsreform, wie sie dann passiert ist, und gegen vor allem auch den Artikel 13 und den Inhalt, der am Ende auch drin geblieben ist, gegen jede Form von Urheberrecht. Also natürlich ist es wichtig, dass Künstlerinnen eine Form von auch Eigentum, eine Form von auch Entlohnung haben, weil viele Künstlerinnen leiden ja auch darunter. Man muss aber sagen, so wie das jetzt beschlossen wurde, wenn ich mir meine Freunde anschaue, die als Fotografen freischaffend arbeiten, die profitieren davon null, was da jetzt gerade beschlossen wurde. Also das ist was, wovon vor allem große Verlage, vor allem die großen Vertretungsorganisationen profitieren. Und man kann natürlich nicht, also ich glaube, das Problem war, Politik kann bei der Frage von der Digitalisierung, die uns alle betrifft, also das ist ja was Spannendes an der Digitalisierung, auch bei der Art von Politik, es gibt niemand, egal ob reich oder arm, egal ob auf dem Land oder in der Stadt, der sich nicht mit dem Internet beschäftigt oder vor allem beschäftigen wird, kann da nicht eine reine Interessensvertretung für bestimmte Künstlerinnen sein, wenn dabei gleichzeitig so krasse Werte über Bord geworfen werden. Und das ist eben eine Freiheit im Internet, und da haben natürlich schon viele junge Menschen einmal das Gefühl gehabt, unsere Lebensrealität, wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns informieren, wird gar nicht ernst genommen. Und auch unsere Meinung, unsere politische Meinung, wird einfach nicht ernst genommen, sondern wird als, ach, die werden sich schon wieder beruhigen, abgetan. Das war ein krasser Vertrauensverlust. Ich halte jetzt einfach nur, um die Diskussion aufrechtzuerhalten. Alles klar. Das wird zwar spannend gerade, aber ich noch mal ein bisschen kochen, dass wir auch was kriegen gleich. Ich versuche noch mal dagegen zu halten. Große Verlage sind diejenigen, die am Ende auch Qualitätsjournalismus bezahlen müssen. Und am Ende ist natürlich schon eine Frage, ob ich Journalisten für ihr geistiges Eigentum ordentlich bezahle oder nicht. Und bei der Formulierung, die haben Sie auch gerade gewählt, die geht immer so, natürlich müssen die auch irgendwie was bekommen. Nee, das würde man bei einem Autoverkäufer niemals sagen. Da würde ich sagen, natürlich muss der auch irgendwas für sein Auto bekommen, wenn er mir es verkauft. Also die Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir eine Generation haben, die gelernt hat, sozusagen eine kostenlose Kultur im Internet, und sich jetzt ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, wenn einer sagt, ja, ist aber nicht umsonst, muss einer für arbeiten. Also spielte das eine Rolle? Spielt das eine Rolle? Und wie löst man das auf? Also ich habe eine spannende Erfahrung gemacht in der vergangenen Woche. Da hat der Spiegel in der Printausgabe ein unheimlich ergreifendes Interview mit einem schwerkranken FDP-Kollegen geführt. Und das wurde in der Online-Ausgabe bei Spiegel Online angeteasert. Und nachdem man dann zwei Fragen gelesen hatte, musste man dafür bezahlen. Ja. Und ganz viele Leute haben drunter kommentiert, schade, dass das gar nicht verfügbar ist, dieses Interview. Ich kann das gar nicht lesen. Und da habe ich mich geärgert, weil natürlich ist das Interview verfügbar. Entweder man bezahlt dafür online oder man geht zum Kiosk und kauft sich den Spiegel. Also man kann, ob man eher der Print-Typ ist oder der Online-Typ, kann man beides machen. Ich glaube, dieses Verständnis, das muss bei den Menschen schon geweckt werden, dass für Qualitätsjournalismus bezahlt werden muss. Schauen Sie sich an, was die New York Times gerade für eine Entwicklung bei den Abonnenten macht. Ja? Also Donald Trumps Angriffe auf die freie Presse führen in den Vereinigten Staaten gerade dazu, dass die Menschen erleben und erfahren, wie wichtig freie Presse ist und wie wichtig es auch ist, dafür zu bezahlen. Aber auch in der analogen Welt, als es noch kein Internet gab, haben Zeitungsartikel in Debatten im Parlament, in Diskussionen an Universitäten, in Diskussionen im täglichen Miteinander eine Rolle als Zitate gespielt, ohne dass man dafür erneut zahlen musste. Und heute finden diese Zitate eben im Internet statt. Und wenn jemand einen Zeitungsartikel oder eine kurze Videosequenz in einem YouTube-Video verwendet, dann ist das einfach die Art und Weise, wie heute politische Debatten stattfinden. Und da reinzugehen und zu sagen, dafür wollen wir bezahlen, das macht das Internet kaputt. Und das ist mit jungen Menschen nicht zu machen. Und es ist auch überhaupt nicht schlimm, zu sagen, diese Urheberrechtsreform ist auf eine schiefe Bahn geraten und wir stoppen die jetzt und nehmen uns vielleicht noch mal 5 Jahre Zeit. Das ist jedenfalls besser als dieses Ergebnis. Also mit dem DJV, glaube ich, werden Sie da nicht auf einen Nenner kommen, bin ich mal gespannt. Was sind denn sozusagen die Eigenschaften einer Generation, ich weiß nicht, wozu zählen Sie sich jetzt? Sie sind doch Z schon, oder? Ich weiß gar nicht. Ich weiß nicht. Das wissen Sie gar nicht? Ach herrlich, die Soziologen-Dings finden Sie ganz doof, stelle ich gerade fest. Ich kenne es nur aus Artikeln. Also okay. Ich habe noch nie jemanden gesagt, ich bin 25, also 94 ja, dann geworden. Ich bin 30, und ja, aber es gibt keinen, der, ich weiß nicht, wo, also 25 ist oder 30, der in irgendeiner Weise jemals sich mit dieser, also wenn man anfängt zu sagen, sind Sie eher Y oder Z, dann ist man schon raus. Das ist ja auch schon mal eine interessante Erkenntnis, dass es offenbar hier auch sozusagen einen Bruch gibt zwischen öffentlich Diskussion zwischen Soziologie und auf der anderen Seite denen, die sagen, was wollt ihr denn von mir? Okay, gut, dann frage ich das gar nicht. Aber was sind Ihre Apps, die Sie geladen haben?
Die Apps, ich habe da die typischen, die ganzen Social-Media-Sachen habe ich halt drauf. Also man muss ja immer bei einem politischen Rahmen dann gerade immer greifen, wo viel Wert noch auf Datenschutz. Dann nutzen die einen Signal, die einen Threema, die anderen Telegram. Das heißt, die 7000 Messenger hat man gefühlt, die ganzen Social-Media-Sachen. Das ist es bei mir tatsächlich auch so, schon. Ich habe sonst gar nicht so viel drauf. Ich bin relativ schlecht bei diesen, es gibt ja super viele Sachen, die so ein Leben vereinfachen. Also irgendwie eine Perioden-App, eine Herzrhythmus. Da bin ich immer irgendwie so ein bisschen zu faul. Vielleicht bin ich auch zu wenig an Selbstoptimierung interessiert, ich weiß nicht, aber das geht immer so ein bisschen an mir vorbei. Also ich habe jetzt so eine Meditations-App mir runtergeladen. Die wurde mir schon oft empfohlen. Richtig gut, da gibt es wohl auch verschiedene jetzt, weil ich natürlich das zu selten nutze. Ist jetzt die Frage, wie erinnert man sich daran, aber das kann einem keine App abnehmen. Das muss man schon. Und ich habe jetzt überlegt, mir so eine Sprachlern-App runterzuladen. Okay. Da gibt es auch wieder Tests über verschiedene, also Sprachen und Meditation. Und das bin ich gerade am Überlegen, das Spannende wie ich das mache. Das Spannende ist, dass es Menschen gibt, die sich damit intensiver auseinandersetzen und die zum Beispiel sagen, dass man genau daran erkennen kann, die unterschiedlichen Generationen. Welche Apps und welche Themen sie eigentlich über die Apps interessieren. Und sie sagten gerade Selbstoptimierung und das finde ich ein spannendes Thema, weil sie etwas gemacht haben, wofür ich sie wirklich bewundere. Das muss ich jetzt auch mal sagen, sage ich nicht oft, weil sie den Mut hatten, zu sagen, ich lasse mich hier nicht irgendwie im Netz bashen für irgendwelche Fragen, die andere für Ästhetik halten oder nicht. Und das fand ich spannend. Warum haben Sie das gemacht? Ich glaube so ein bisschen, also das hat angefangen, ich wurde gewählt als Grünen-Jugendsprecherin, jetzt mittlerweile vor einem Jahr, 8 Monaten oder so. Und ich habe schon davor damit gerechnet, dass es da ein bisschen Gegenwind geben wird, weil jetzt die Grüne Jugend nicht dafür bekannt ist, dass wir nur Dinge vertreten, die eh schon die ganze Gesellschaft total toll findet. Habe aber schon ein bisschen damit gerechnet, dass der Gegenwind so politischer Natur ist. Und das war nicht der Fall. Also es war wirklich von Anfang an, ich wurde während der Jamaika-Sondierung gewählt, da ging es dann um Gigawattzahlen beim Kohleausstieg, da geht es um Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene. Und egal, wo es mich geäußert, es kamen immer Kommentare, die sich auf meinen Körper bezogen haben, auf mein Gewicht. Das hat dann angefangen bei so nett gemeinten Gesundheitsratschlägen, also du musst ja mal ein bisschen abnehmen, bis hin wirklich zu fette Fotze und ganz krass beleidigenden, verletzenden Sachen. Und ich habe am Anfang hab ich mich damit gar nicht beschäftigt. Ich glaube, ich habe mir so ein bisschen eingeredet. Ich komme auch aus so einer feministischen Sozialisierung, wo immer ein bisschen der Spruch galt, don't feed the troll, also fütter nicht den Troll, gib ihm keine Aufmerksamkeit. Das habe ich mir selbst gesagt, dass ich das natürlich mache und das so zu meinen Idealen stehe. Ehrlicherweise muss ich, glaube ich, sagen, ich wollte mir keine Schwäche eingestehen. Weil viel davon, was man da bekommt, das wirst du auch kennen, ist an sich total peinlich. Also da schreiben einem ja nicht Leute total tiefgehende Analysen deiner politischen Haltung, sondern da schreibt dir dann der Sexroboter Syntec, du dumme Fotze, und dann schreibt dir irgendwie der Senf dazu, gebe 1, 2, 3, stirb doch. Und ich habe irgendwie mal gedacht, du bist doch zu klug und zu stark, um dich von sowas runtermachen zu lassen. Aber es hat trotzdem was mit mir gemacht, weil das Problem ist zum einen die Masse daran, also dass sowas ja nicht, da kommen nicht diese 2 Kommentare, sondern die kommen im Minutentakt, die kommen im Sekundentakt, wenn man so einen Shitstorm hat. Und dass es natürlich auf eine Erfahrung drauf geht, die ich auch so als Frau schon ganz oft gemacht habe in dieser Gesellschaft. Also das Gefühl, als dicke Frau nicht schön genug, nicht gut genug, fehlerhaft, mangelhaft zu sein. Und ich habe gemerkt, dass ich irgendwann angefangen habe, mich selbst zu hinterfragen. Und ich meine, es gibt eine positive Form des Selbsthinterfragens, das ist auch manchmal gut, aber dass ich mich überlegt habe, wenn ich eine Meinung hatte, habe ich gerade die Kraft, habe ich die Zeit, das zu äußern, habe ich die Kraft und die Zeit, mich dem auszusetzen. Und das war eigentlich der Punkt, den ich nicht wollte, weil ich habe viel zu viele Aktivistinnen, viel zu viele Frauen gesehen, die sich zurückgezogen haben, weil sie diesen Hass nicht mehr ausgehalten haben. Und ich wollte so ein bisschen, ich glaube, es gab 2 Hauptbeweggründe, anderen Betroffenen, gerade anderen Frauen zeigen, dass sie mit den Erfahrungen nicht allein sind, dass sie nicht selbst daran schuld sind, aber auch diesen Leuten mal ein Zeichen zu setzen, weil ich glaube nicht, dass die gewinnen, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, sondern dass die gewinnen, wenn ich anfange, mich aus dem politischen Diskurs zurückzunehmen und denen zu zeigen, dass sie damit durchkommen werden. Aber dann erklären Sie mir, weil das ist, ich finde es wirklich bemerkenswert, weil offenbar gilt für ganz bestimmte das Diskriminierungsverbot eben nicht. Das finde ich wirklich furchtbar, wenn ich das sagen darf. Aber Ihre Partei beteiligt sich auch sozusagen daran, an einer Gesundheitsdiskussion, an einer Kennzeichnung, die im Grunde auch auf Selbstoptimierung des Menschen setzt. Ja, also von, weiß ich nicht, von der Ampel über weniger Zucker, Fett und Salz und so. Das hat ja am Ende zum Ziel eine Form von
ja, man wünscht sich einen Idealtypus und der soll dann auch sozusagen durchgesetzt werden. Sehen Sie den Zusammenhang oder können Sie das jetzt abstrahieren und sagen, ja, nee, aber für andere gilt das dann nicht? Ich würde tatsächlich sagen, dass meiner Partei an manchen Stellen so ein bisschen der Hedonismus fehlt. Also so dieses Element von Genuss als was Schönem und als was Erstrebenswerten und als was Lebensbereiche. Und ich glaube, da könnten wir manchmal noch so ein bisschen das mehr anerkennen. Es macht aber natürlich einen Unterschied. Also ob ich jemand abwerte oder ob ich sage, ich finde es gar nicht schlecht, sich mit Gesundheit auseinanderzusetzen. Ich finde es auch nicht schlecht, sich mit gesunder Ernährungsweise auseinanderzusetzen, solange das nicht irgendwie total wahnhaft wird. Diese Kommentare verhindern das ja aber genau. In dem Moment, wo ich die ganze Zeit auf meinen Körper zurückgeworfen werde, setze ich mich damit auseinander. Und ich finde, was man halt hinbekommen muss, gerade wenn es um so Kennzeichnungssachen und sowas geht, dass Menschen die Möglichkeit haben, sich gesund zu ernähren, wo sie wollen, also dass die Informationen bereitgestellt werden, sowas wie so eine Ampel und so, dass ich die Möglichkeit habe zu wissen, was ist in meinem Essen drin und was tue ich da in mich rein. Aber dass wir trotzdem auch die Möglichkeit haben, das eben nicht zu tun und dabei nicht schief angeschaut zu werden. Ich frage mich die ganze Zeit, jetzt frage ich nicht Sie, weil Sie da befangen sind, frage ich den Herrn Kuhle. Glauben Sie, dass Robert Habeck einen ähnlichen Erfolg hätte in der öffentlichen Aufmerksamkeit und in der Zuneigung, die ihm da überall entgegenspringt, wenn der, hoffentlich ist der mir nicht böse, wenn ich das jetzt sage, wenn der eher so aussehen würde wie Herr Bütikofer? Hätte der die gleichen Chancen? Sind wir in einer Gesellschaft, wo am Ende dann doch irgendwie so der äußere Schein eine unglaublich wichtige Rolle spielt und viel mehr jetzt durch soziale Medien? Also ich bin jetzt seit knapp 2 Jahren im Deutschen Bundestag und auf der einen Seite ist immer noch vieles neu und man erlebt vieles zum ersten Mal, aber natürlich hat man schon so ein bisschen Erfahrung aus der Zeit in der politischen Jugendorganisation. Und eine Sache, die mir tatsächlich immer mehr auffällt, ist eine gewisse Oberflächlichkeit bei bestimmten Fragen. Ja, also die Posen von Herrn Lindner waren jetzt auch nicht ohne. Ja, also das will ich gar nicht ansprechen. Ich meine den Punkt, dass die Frage, ist jemand präsentabel, im Fernsehen beispielsweise, dass das offensichtlich in bestimmten strategischen Überlegungen immer mitschwingt. Und dass die Frage, welche inhaltliche Überzeugung bringt jemand mit, mitunter in den Hintergrund gerät. So, und das, ist das ein Problem? Auf jeden Fall. Das ist ein Problem, weil wir uns in der Politik zunächst einmal über Inhalte unterhalten sollten. Ich will aber, also wir haben Phänomene wie Bernie Sanders in den USA. Wir haben Jeremy Corbyn gehabt, der jetzt glücklicherweise nach dem Brexit-Chaos auch ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist, aber der auch mal so eine Welle von jungen Menschen hatte, die ihn unterstützt haben. Also ich glaube, es ist nicht monokausal. Ja? Also man muss nicht sich morgens durch die Haare wuscheln und ein 3-Tage-Bart haben, um irgendwie Erfolg zu haben. Aber ich glaube, es hilft und ich glaube aber gleichsam hilft es auch, sich zu hinterfragen. Ist das, was hier passiert gerade, hat das damit zu tun, was für Äußerlichkeiten gelten, oder ist das eine inhaltliche Frage? Also man muss da selbstkritisch sein und man muss die Mechanismen der Politik immer hinterfragen. Das finde ich ganz wichtig. Jetzt gibt's was zu essen. Solange Sie auf den Spargel gucken, frage ich, wieso wird eigentlich immer nur gesagt, Herr Habeck wäre der Kanzlerkandidat? Das könnte doch Frau Baerbock auch machen. Wären Sie für Frau Baerbock? Ich glaube, die könnten das beides sehr gut, aber dass immer Herr Habeck genannt wird, steht natürlich schon daran, wie in unserer Gesellschaft Männer und Frauen wahrgenommen werden. Also würde ich ganz klar sagen, dass es einem Mann viel mehr zugetraut wird, eine Machtrolle zu übernehmen, eine Führungsrolle zu übernehmen und dass sozusagen auch der Fokus da von den Medien viel stärker ist. Also ich glaube, wenn die beiden getauschte Geschlechter hätten, würden wir eine andere Debatte führen. Aber ist das nicht so, dass gerade bei den Wahlanalysen sich gezeigt hat, dass gerade weibliche Wähler da besonders stark angesprungen sind? Total. Also ich glaube auch, dass es eine Stärke von uns ist als Grünen. Also ich glaube, einmal durch die Doppelspitze, aber nicht nur dadurch, sondern wo wir an ganz vielen verschiedenen Stellen auch durch die Quote Frauen, junge Frauen als Vorbilder haben, wo Leute sehen, da machen Menschen wie ich Politik, wo junge Frauen, ich werde ganz oft angesprochen von 13-, 14-jährigen Mädchen auf Instagram, die mir schreiben, jemand wie dich in einer Talkshow zu sehen, das gibt mir was, weil ich merke, also 13, 14 bin ich lang nicht mehr, aber weil ich merke, jemand wie ich kann Politik machen, kann mitreden, kann neben einem Lars Klingbeil, Mike Morings sitzen und denen Kontra geben. Ich glaube, das spricht total an. Was aber sozusagen junge Frauen anspricht und was die Journalistinnen gerne hätten, das ist ja nicht immer 100% deckungsgleich. Okay. Sieht irgendwie gut aus. Das sieht super aus. Guten Appetit. Wunderbar. Guten Appetit erstmal. Ich fange Sie schon mal an, weil ich muss zwischendurch noch eine Frage stellen. Ja. Fangen Sie schon mal an.
Wir haben das Thema Plastikmüll seit 20 Jahren. Wir haben das Thema Klimaschutz seit 20 Jahren, mindestens. Und wir erleben auf einmal seit einem Jahr ein Aufpoppen dieser Themen. Und ich frage mich, woran liegt's? Die Politik hat es ja offenbar weniger auf den Weg gebracht als die sogenannte Zivilgesellschaft. Halten Sie doch mal ein Plädoyer, also Sie können aber auch das Wort, halten Sie doch mal für eine Minute ein Plädoyer, warum soll sich überhaupt irgendein junger Mensch noch in einer Partei engagieren, wenn am Ende sowieso die Zivilgesellschaft bestimmt, die politischen Themen? Also Parteien sind doch Teil der Zivilgesellschaft. Dafür muss man nur ins Grundgesetz reingucken. Parteien wirken an der Willensbildung mit. Und dafür sind sie sowohl Institutionen, die im Staat was zu sagen haben, aber auch Teil der Zivilgesellschaft. Und ich ärgere mich jedes Mal, wenn parteipolitisches Engagement in öffentlichen Diskussionen verächtlich gemacht wird. Ich kann mich an eine ganz politisierende Situation in der Schule erinnern, wo mein Politiklehrer zu uns gesagt hat, dass er selber nicht an der Kommunalwahl teilnimmt, weil er es irgendwie verschwitzt hat oder so. Und ich war damals schon ziemlich politisch mit 13, 14, habe mich bei den Jungen Liberalen engagiert und ich war außer mir vor Wut, wie ein Repräsentant, der Kindern politische Bildung beibringen soll, eine solche Verächtlichmachung von demokratischen Institutionen wie Parteien betreibt. Ich glaube, dass Parteien sich verändern müssen. Ich glaube, dass Parteien ganz neu kommunizieren müssen mit Jugendlichen. Es ist zum Beispiel überhaupt nicht einzusehen, warum man an einem Ort in eine Partei gehen muss. Und um dann was zu werden, muss man ein Leben lang da Mitglied bleiben. Das passt ganz oft nicht zum Lebensentwurf junger Menschen. Aber die Tatsache, dass Menschen aus unterschiedlichen Hintergründen, mit unterschiedlichen Berufen, Geschlechtern, Ausbildungen zusammenkommen und über politische Fragen diskutieren, die über ein Thema hinausgehen, das ist das Salz in der Suppe gesellschaftlicher Debatten. Ja, aber die Diskussionen außerhalb der Parteien, die politische Diskussion, die sind, ich habe kein Event, ich habe keinen Abend, wo nicht meine Mitarbeiter oder auf welchem Event ich auch bin, nicht das Thema Politik hochkommt. Ja. Ja. Und das finde ich, das war eine Zeit lang nicht der Fall. Und dieser Wandel ist im Moment wirklich toll, dass man über alle Themen diskutiert. Pro und Contra. Und ich glaube, dass es gerade bei jungen Menschen eine Menge Vorurteile über Politik gibt, die Politik selber befördert. Das eine Vorurteil ist, dass die Leute immer der Meinung sind, und vielleicht ist das bei Älteren auch so, man müsste unheimlich viel Zeit mitbringen für Politik. Das ist mir jetzt ausnahmsweise an der Stelle zu harmonisch. Ich versuche es mal nochmal. Ja. Ich glaube, dass wir viel zu selten darauf hinweisen, dass Politik nicht nur von Leuten im Fernsehen gemacht wird, also irgendwie Merkel, Habeck, Lindner, das war's, sondern dass da Tausende an Kommunalpolitikern sind, die das nebenbei machen. Dass man darüber mal redet, was Leute aus der Mitte der Gesellschaft in Politik so den ganzen Tag machen, das würde ich mir mal wünschen. Ich frage aus Sorge, aus Sorge über ein demokratisches System, was eben bewusst ein repräsentatives bisher ist und das Parteien privilegiert, weil sie die politische Willensbildung betreiben sollen. Und wenn jetzt plötzlich ein großer Autokonzern, wir müssen ihn gar nicht nennen, sagt, also an Parteien spende ich jetzt nicht mehr, sondern ich spende jetzt an die Zivilgesellschaft, dann könnte man das, wenn man es wollte, auch so verstehen, dass dort eine Entscheidung darüber getroffen wird, wer eigentlich die Hosen anhat in diesem Staat. Und es kann Ihnen nicht gefallen, weil im Moment profitieren Sie jetzt von einer Klimadiskussion. Es kann Ihnen aber auch passieren, dass plötzlich ganz andere Themen kampagnenmäßig nach oben kommen, die Sie dann auch kaum noch steuern können. Also wie kriegt man das, wie kriegt man da eine Balance wieder hin? Oder sehen Sie das gar nicht so? Na, also ich glaube jetzt nicht, dass anders als manche CDU-Politiker irgendwie das Ende von Großunternehmensspenden auch das Ende der Demokratie sind. Also ich glaube, dass es sozusagen so sehen, das sind komplett getrennte Dinge und die irgendwie kommunizieren gar nicht miteinander. Was ich eigentlich total spannend finde bei Fridays for Future, und es geht in der Debatte total unter, anders als auch schon andere soziale Bewegungen davor, ist das keine Antiparteienbewegung. Das ist nicht, dass die Parteien an sich schlecht finden oder auch nicht, dass die eine parlamentarische Demokratie schlecht finden. Ganz im Gegenteil, die nehmen die eigentlich sehr ernst.
Und mit Ernst nehmen geht halt einher, auch Ansprüche zu stellen und auch genau drauf zu gucken, werden diese Ansprüche erfüllt oder nicht. Und was wir versuchen, ist das, und das ist eine Schnittstelle zu sein, weil ich glaube, was gerade diese Bewegung schaffen, ist schon so ein Moment der Selbstermächtigung. Also es sind ganz viele junge Menschen, die lange das Gefühl hatten, ich spiele keine Rolle in der Politik oder die schon auch leider zu lange, und da waren wir, glaube ich, als Parteien leider auch nicht gut genug, ihnen zu zeigen, dass es anders ist, ein Gefühl hatten von, das hat nichts mit mir zu tun. Und die merken gerade, es hat was mit mir zu tun und ich kann aber auch was daran verändern. Das ist ein total demokratisches Element, was, glaube ich, erstmal Parteien gar nicht gefährdet, solange sie nicht vergessen, diesen Leuten die Hand zu reichen und deine Ansprechperson zu sein. Ich würde mir aber schon auch wünschen, dass man Fridays for Future und den Sympathisanten dieser Bewegung dann die ganze Wahrheit sagt. Und die ganze Wahrheit ist, dass auch das Ziel Klimaschutz nicht absolut stehen wird am Ende eines Abwägungsprozesses. Und ich habe Debatten gehabt mit Menschen aus dieser Bewegung, habe Erlebnisse gehabt und habe auch irgendwie darüber gelesen. Und es deckt sich mit mancher Initiative der Grünen im Bundestag, wo ich das Gefühl habe, das Prinzip Klimaschutz wird in einer Weise absolut gesetzt, dass sich jede andere thematische Auseinandersetzung verbietet. Erstes Beispiel ist die Frage sozialer Gerechtigkeit. Wir werden den Klimawandel nicht aufhalten können, wenn diese Aufhaltensmaßnahmen am Ende nur bezahlt werden können von Menschen, die irgendwie einmal die Woche im Bioladen einkaufen können finanziell. Das heißt, wir müssen irgendeinen Sozialausgleich auch für Menschen hinkriegen, die sich einfach diese Maßnahmen nicht leisten können. Ich finde es problematisch, dass Menschen heute die zivilisatorische Errungenschaft des Fliegens, ja, in Europa, dass man irgendwie auch mit kleinem Geld in Mallorca Urlaub machen kann, dass wir da ernsthaft darüber reden, dass das nur noch für die oberen 10.000 sozusagen zu bezahlen sein soll. Zweiter legitimer Punkt, der gegen Klimaschutz gesetzt werden kann und wo man irgendwie miteinander reden muss, was am Ende rauskommt, sind die Interessen der Menschen im ländlichen Raum. Ich komme vom Dorf, bin da aufgewachsen und da ist es ganz normal, dass die Familien 2-3 Autos haben. Und ich kann in Göttingen, was jetzt mein Wahlkreis ist, in der Stadt, ja, wenn ich da sage, in 2-3 Jahren ist hier Ende und wir machen nur noch ÖPNV, da kommt man mit den Leuten ganz schnell zusammen. Aber sobald es aufs Dorf rausgeht, wo die Leute wirklich auf das Auto angewiesen sind, habe ich das Gefühl, dass wir mit der Verabsolutierung des Klimaschutzes den Graben zwischen Stadt und Land immer weiter vergrößern. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir die Interessen der Menschen im ländlichen Raum und die Frage, wer bezahlt das eigentlich, mit Fridays for Future diskutieren. Und dann kann auch ein Ergebnis bei rauskommen, das vielleicht nicht 100% Klimaschutz lautet. Aber das ist was ich ganz, ganz häufig höre, auch diesen Vorwurf an die Grünen. Und ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen ein Phantom, weil es stimmt einfach schlichtweg nicht, dass die Grünen sich ausschließlich mit Klimaschutz beschäftigen. Wir haben jetzt in der letzten Woche ein umfassendes Konzept als allererste Partei zum Thema Grundsicherung. Also die Frage, wie können wir Kinderarmut, die ein gravierendes Problem ist in diesem Land, wie können wir das bekämpfen? Wir haben bei der Frage von der CO2-Steuer ein Konzept, das danach eine Pro-Kopf-Ausschüttung. Das heißt sozusagen, erstmal kriegen alle Geld, über das sie dann entscheiden können, wie sie das verhandeln, weil wir natürlich sehen, dass man die einmal Klimaschutz nicht umsetzen wird, wenn nachher Menschen mit wenig Geld davon stärker betroffen sind als andere, weil man demokratische Mehrheiten braucht für Klimaschutz und weil es auch nicht die Gesellschaft ist, in der ich leben will. Also es ist nicht, dass ich in einer Gesellschaft leben will, in der arme Menschen unter Klimaschutzmaßnahmen leiden, sondern ganz im Gegenteil. Ich glaube, man kann schauen, wie ein Strukturwandel genutzt werden kann, wie auch zum Beispiel die Notwendigkeit, dass wir Klimaschutz, dass wir eine Verkehrswende brauchen, wie die genutzt werden kann, um im ländlichen Raum endlich eine Infrastruktur zurückzugeben. Weil das kann ja langfristig nicht der Weg sein, dass da jeder Auto fahren muss. Aber sind Sie darauf auch vorbereitet? Das ist ja oft so, dass in der Politik auch bei den Menschen oft eher so ein Gefühl eine wichtige Rolle spielt. Ja? Die Leute sagen, da muss jetzt was passieren. Und sie haben das Gefühl, dem muss ich jetzt auch irgendwie Ausdruck verleihen. Das tun sie dann gerne mal bei Wahlen zur Überraschung der Parteien. Das ist auch immer interessant. Aber wenn es dann, das haben wir ganz oft erlebt, wenn es dann konkret wird, also wenn sozusagen die Auswirkungen auf den Einzelnen plötzlich sichtbar werden, erst dann werden die Grundsatzdiskussionen geführt, will ich das überhaupt? Also hätte ich das gewollt? Das kann man an ganz vielen Beispielen. Und ich frage mich, inwieweit man sich vorbereitet, inwieweit Sie sich auch als Partei vorbereiten, auf den Realitätsschock, der kommt, wenn Sie tatsächlich in die Verantwortung gekommen sind und all das dann umsetzen müssen und die Menschen dann sagen, das soll ich jetzt nicht mehr oder kann ich nicht mehr oder darf ich nicht mehr. Ist das mit eingepreist? Machen Sie sich darüber Gedanken oder sagen Sie, egal, jetzt erstmal gucken, wie wir die Mehrheiten organisieren?
Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, alles andere wäre fatal, weil es ja genau in diesen Vertrauensverlust, über den wir vorher viel gesprochen haben, der demokratischen Parteien reinfüttern würde, wenn wir jetzt sozusagen groß was versprechen und nachher gar nicht liefern können. Deshalb arbeiten wir sehr konkret an konkreten Konzepten, wie zum Beispiel an einem Energiegeld, das am Ende von dem gerade Haushalte mit wenig Geld profitieren, weil sie erstmal mehr Geld bekommen und eigentlich weniger Energie verwenden. Ich glaube, zwei Punkte sind da zentral. Ich glaube, einmal geht es darum, den Leuten zu zeigen, dass man ihre Sorgen ernst nimmt, dass man sie wahrnimmt, dass man mit ihnen darüber spricht. Also ich glaube, dass es eine Gefahr ist, wenn Leute das Gefühl haben, und das kann auch bei der Klimaschutzdebatte manchmal passieren, das würde ich auf jeden Fall auch sagen, da ist jetzt ein neues Thema, das hat mit mir gar nichts zu tun. Ich lebe hier und frage mich, warum ich kein Krankenhaus mehr um die Ecke habe und warum mein Schwimmbad weggespart wird. Und die reden nur über Klimaschutz. Und ich glaube, da, ja, also das ist was, was wir im Osten erleben, und muss immer sagen, der Osten ist ja nicht alleine, wenn man in den ländlichen Raum, ich komme aus Baden-Württemberg, ich glaube, wenn man in den ländlichen Raum Niedersachsen geht, hat man das auch, zu gucken, mit den Leuten zu kommunizieren, gemeinsam Lösungen zu finden. Wir versuchen das jetzt als Grüne Jugend, auch so ein bisschen Experiment bei uns, uns dem Thema Agrar nochmal neu zu nähern und dann tatsächlich zu sagen, wir gehen auf die Höfe. Also wir reden mit den Landwirten, wir fragen, was sind denn irgendwie bei euch auch politische Handlungsbedarfe, die uns sehen. Wie ist denn so die Reaktion? Wir starten jetzt erst, das heißt, sie müsste ich dann in einem halben Jahr nochmal erzählen. Mal zu den Konventionellen. Ja, wir werden da wahrscheinlich auch zu Konventionellen gehen, weil ich glaube, also, ne, wir werden denen nicht sagen, wir stimmen dann mit einem überein, sondern wir werden natürlich da klar unsere Haltung vertreten. Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt, es darf am Ende eben auch nicht nur um individuelle Sachen gehen. Es darf nicht nur darum gehen, Leuten zu sagen, ihr dürft keine Plastiktüten mehr benutzen und ihr dürft nicht mehr Fleisch essen oder so. Sondern wir müssen ja an die Produktionsverhältnisse ran. Wir müssen gucken, wie wir die Unternehmen, die diese Dinge hervorbringen, weil gerade was passiert ist, und da würde ich auch bei der FDP sagen, dass ja immer uns vorgeworfen wird, ihr wollt ja nicht die, wir wollt ja nur die besseren Menschen schaffen. Ich sage immer, wir wollen gar nicht bessere Menschen schaffen, wir wollen eine bessere Politik. Nein, wir wollen ja eine Politik, also das ist ja unsere Verantwortung. Unsere Verantwortung ist ja nicht Erziehung oder so, sondern unsere Verantwortung ist politische Gestaltung. Und da zu sagen, mit zum Beispiel einer Besteuerung von Kerosin, die vor allem aber eben auch die Fluggesellschaften trifft und nicht gar nicht erst irgendwie nur den einzelnen Flieger, mit Fragen von Haltungsfragen in Massentierproduktion und sowas, daran zu gehen, viel mehr als nur an individuelle Konsumentscheidungen. Was ich total spannend finde, ist, oder auch spannend fand, Herr Habeck hat auch an einen anderen Begriff wieder in die politische Diskussion eingeführt, und ich habe gar nicht so viel Widerspruch erlebt. Er hat gesagt, also Freiheit, also ich zitiere das jetzt nicht wortwörtlich, aber so grob, Freiheit kann ja nicht nur sein, fliegen, fahren und Fleisch essen. Der klaut Ihnen Ihren Begriff? Ja, also Robert Habeck denkt sicherlich über Freiheit nach, aber die Frage ist, was von dem, was er vorschlägt, ist denn zu Ende wirklich gedacht? Und da erlebt man ja, er kommt ja aus Schleswig-Holstein, dass FDP und Grüne in Schleswig-Holstein beispielsweise zusammen regieren und sich sehr gut auch auf Kompromisse einigen können, wenn es beispielsweise um die Frage geht, Ausbau der Windenergie. Mich interessiert, wie ist Ihr Verhältnis zum Begriff Freiheit? Was ist da? Ich sage jetzt einfach mal, ich finde schon, dass Freiheit auch ist, zu sagen, ich fliege, wenn ich kann, ich esse Fleisch, wenn ich kann, absolut, und Freiheit, ich fahre Auto, wenn Freiheit ich kann. Freiheit muss ein Moment des Unvernünftigen, des Hedonistischen, hast du gesagt, immer auch mitgedacht haben. Ja, sonst ist sozusagen Freiheit das halt aber immer von vornherein. Das schon ein. Naja, klar muss man, also Freiheit ist ja immer auch in der Definition zu meinen Mitmenschen zu definieren. Wie habe ich denn Freiheit gelernt? Freiheit habe ich natürlich durch das gelernt, was meine Eltern, was meine Gesellschaft, was in der Schule, was im Bildungssystem, was ich erlebt und erfahren habe. Man ist ja nicht in die Welt geworfen und hat dann sozusagen mit 30 irgendwann einen Freiheitsbegriff, der völlig losgelöst von allem anderen ist. Also das ist schon wichtig. Freiheit definiert sich immer auch über die Interaktion mit anderen. Aber es beinhaltet eine Komponente, eine Sache, um ihrer selbst willen zu tun. Urlaub zu machen, Fleisch zu essen, mit einem Auto rumzufahren. Aber wir müssen akzeptieren, dass heute, und das ist eigentlich ein sehr liberaler Befund, weil das nämlich gar nichts mit dem Staat zu tun hat, aus der Gesellschaft heraus selber die Notwendigkeit erkannt wird, eine ökologische Wende zu vollziehen. Also ohne, dass es staatlicher Bevormundung bedarf, sind doch Unternehmen heute daran bemüht, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren. Ohne, dass es staatlicher Bevormundung bedarf, überlegen sich Fachkräfte heute, zu einem Unternehmen zu gehen, das ökologische Verantwortung mitdenkt. Ohne, dass es staatlicher Bevormundung bedarf, gehen Leute in ein Lokal, wo sie wissen, dass das Essen herkommt. Also die Gesellschaft ist so viel stärker, ohne staatliche Bevormundung, dass das einen Freiheitsbegriff auch sehr, sehr stark prägt.
Darf ich einmal einhaken? Bitte, immer, jederzeit. Also ich glaube, zwei Punkte, nämlich einmal, Freiheit hat natürlich einen Moment von Genuss und sozusagen Hedonismus, würde ich auch sagen, aber Freiheit hat natürlich auch einen Moment von Verantwortung, weil die Freiheit des Einzelnen sich natürlich immer in einer Gesellschaft definiert und auch da Grenzen hat, wo die Freiheit des Anderen eingeschränkt wird. Und da muss man dann natürlich auch Abwägungsfragen treffen. Da ist die Abwägungsfrage, wenn ich dreimal die Woche fliege, und das sind dann auch nicht die Menschen mit dem geringen Einkommen, über die ja reden, die da ja gerne so ein bisschen vorgeschoben werde, ist es vielleicht für mich ein Ausdruck von Freiheit, aber was bedeutet das für die Freiheit von zukünftigen Generationen, die eben dann keine Lebensgrundlagen mehr haben? Was bedeutet es für die Freiheit von Menschen, die heute auf Kiribati, Tuvalu leben, die Folgen des Klimawandels schon jetzt erleben, denen halt die Lebensgrundlage unter den Füßen weggeschwommen wird? Und ich finde auch zu dieser staatlichen Frage, dass sozusagen immer dieses genaue Gegenteil, also auf der einen Seite die Freiheit, auf der anderen Seite der Staat. Ich finde ein Beispiel, wir haben Mikroplastik in Kosmetika. Ist beschissen für die Umwelt, ist beschissen für die Haut, ist einfach ziemlich unsinnig, aber relativ billig für die Unternehmen. Wenn ich das jetzt verbiete, Mikroplastik in Kosmetika, wessen Freiheit ist da eingeschränkt? Also es ist ja ein Freiheitsgewinn, dass ich beim Einkaufen nicht mehr drüber nachdenken muss, wo ist jetzt was drin, sondern einfach eine Sicherheit habe, ich kaufe mir da keinen Scheiß. Nee, da gehe ich auch mit Ihnen. Aber die Einschränkung passiert schon, wenn mir einer sagt, ich darf nur noch ein- oder zweimal die Woche Fleisch essen. Das finde ich schon, oder mir wird überhaupt vorgeschrieben, oder ich werde in eine Ecke gedrängt, wenn wir sagen, du konsumierst das, du konsumierst das. Das ist in Bezug auf Lebensmittel, das finde ich schon eine sehr starke Einschränkung. Und so weit, denke ich, darf es nicht gehen. Also das muss schon die Entscheidung eines jeden selbst sein. Wenn ich dreimal die Woche Fleisch essen möchte, was ich nicht tue, oder ich will Fisch aus dem Meer essen, dann tue ich das. Und ich möchte nicht, dass irgendeiner auf den Finger auf mich zeigt, du bist aber der Böse, der dreimal die Woche Fleisch isst. Ich befürchte, dass diese Debatte unterkomplex ist und dass gerade die jungen Menschen, über die wir am Anfang gesprochen haben, sich in der Debatte darüber überhaupt nicht wiederfinden. Denn jeder, der einigermaßen den Verstand beisammen hat, weiß doch, dass man nicht dreimal am Tag Debatte, also dass wir sozusagen in der Politik darüber diskutieren, ob es ein Fleischverbot gibt. So. Und ich will jetzt mal sagen, ich glaube nicht, dass wenn Robert Habeck Bundeskanzler wäre, sozusagen das Fleischrationierungsdekret. Ach, das kann man gerne erzählen. Wenig Sorge, das habe ich schon ja, weil ich, nein, weil ich mich wirklich über das Thema unterhalten möchte. Nein, weil ich glaube, dass wir über die Ziele sprechen müssen, dass wir aber den Weg denjenigen überlassen müssen, die sich wirklich mit einer Frage auskennen. Und da sind wir dann beispielsweise beim Thema CO2-Ausstoß. So. Und da bin ich nämlich, weil wir über das Thema Fliegen gesprochen haben, durchaus anderer Auffassung. Also ich glaube, dass es eine massive Freiheitseinschränkung wäre, die ich nicht will, Menschen vorzuschreiben, wie sie ihre eigene Mobilität zu organisieren. Ich glaube, da wäre auch der... Und deswegen muss es entschieden werden von Menschen, die über neue Antriebstechnologien, die über synthetische Kraftstoffe. Der Urlaubsdampfer, das Größte. Ja, aber es gibt so viele kluge Menschen, die sich über so viele kluge Maßnahmen zur Einsparung von CO2 Gedanken machen. Auch im Bereich Ernährung, ja, gibt es sozusagen so viele neue Ideen und Konzepte. Ich finde es so schade, dass wir das auf diese Verbotsdiskussion reduzieren. Aber vielleicht passiert so viel. Könnte es sein, dass zum Beispiel einer der Ursachen dieses Generationenbruchs ist, dass auch wenn Sie sagen, mit so Begrifflichkeiten und Diskussionen darüber, was Freiheit bedeutet, so kann die junge Generation nichts anfangen oder nur wenig anfangen, kann es nicht vielleicht möglicherweise daran auch liegen, dass die Generation, die Babyboomer-Generation, völlig andere Zugänge und denen ganz andere Dinge im Zusammenhang mit Freiheit wichtig waren, als das, was wir heute erleben. Es gab eine Generation, die durfte rauchen, die durfte irgendwie, die hat eine unglaublich breite Freiheit gehabt, als Jugend sich auch zu entfalten. Und heute ist sozusagen das, was politisch korrekt oder was durch andere soziale oder in Social Media Diskussion, was noch so möglich erscheint, doch viel eingeschränkter. Oder sehe ich das falsch? Also ich habe auch geraucht und gekifft, als ich jung war. Also bei mir war das nicht. Ich weiß nicht, also ich habe jetzt in meiner Jugend schon auch unvernünftige und unvernünftigere Dinge getan, als ich das heute mache. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich eine... Also das ist es nicht. Nein, ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich in meiner Jugend durch eine medial aufgeladene politische Korrektheit in meiner Freiheitsentfaltung eingeschränkt war. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass das eine sehr glückliche Kindheit und Jugend war. Alles also, gut. Das wollte ich gar auch, nicht. Auch wenn man Jahrgang 89 ist. Also wir haben schon auch oft. Ja.
Haben Sie Ihren Eltern eigentlich erklären müssen, wie ein Smartphone funktioniert, oder konnten die das schon? Musste ich ja. Meine Mutter mochte Technik überhaupt nicht. Die war immer sehr, ich will ja gar keinen Computer und sowas zu Hause. Und musste immer so auf Freundinnen gehen, hat dann da immer Nintendo gespielt, während die eigentlich rausgehen wollten und spielen und sowas. Ist es das, dass vielleicht wir eine Jugend haben, die viel eher, sage ich jetzt mal, ein anderes Selbstbewusstsein zum Beispiel gegenüber Technik entwickeln konnte, als die ältere Generation? Also früher war es immer so, geh mal den Opa oder den Papa fragen oder die Mama fragen, wie das geht. Das ist ja heute eher andersrum, ja, also in vielen Bereichen jedenfalls dann, wenn es um Digitalisierung geht. Hat das was damit zu tun, dass diese Generation so überaus selbstbewusst, um nicht einen anderen Ausdruck zu wählen, so selbstbewusst auftritt? Also die wichtigen Diskussionen der letzten Monate, des letzten Jahres sind eigentlich bestimmt worden oder aufgebracht worden von eher einer jungen Generation. Ich würde eher sagen, dass dieses Selbstbewusstsein in gewisser Weise auch ein Ausdruck von Wut ist. Also ich glaube, da war ein Frust. Das hat man bei Artikel 13 ganz stark gesehen, das ist über Fridays for Future. Das ist, glaube ich, gar nicht so ein Gefühl von, wir haben alles besser verstanden als ihr. Also wenn man sich mal mit den Leuten von Fridays for Future direkt redet, dann sagen die auch immer, hey, ihr kommt zu uns und sagt, entwickelt mal die ganzen Konzepte, das wollen wir gar nicht. Die setzen sich viel mit Wissenschaftlerinnen auseinander. Es ist nicht, dass die denken, sie hätten den Klimaschutz neu erfunden oder sowas. Aber ich glaube, es gibt eine Wut, die dann schon in so eine Form von einem starken Auftreten übergeht, dass ihre Themen nicht behandelt wurden, dass ihre Definition zum Beispiel in Freiheit. Also ich glaube, viele junge Menschen setzen sich damit auseinander, dass Freiheit eben, ne, wenn es dann mal irgendwie um die Frage von meiner Lebensgrundlage geht, vielleicht eine ganz andere Dimension hat, als nur mit 130 oder 140 über die Autobahn fahren zu können. Und dass, glaube ich, diese Themen untergegangen sind, dass sie das Gefühl haben, das wird nicht ernst genommen. Und ich glaube, wir haben viel zu lange den Fehler gemacht, und ich habe es ganz häufig gehört, ich weiß nicht, wie es dir ging, bin mit 18 aktiv geworden bei der Grünen Jugend, das ist jetzt ungefähr 7 Jahre lang, und ich durfte mir so oft anhören, wie unpolitisch unsere Jugend ist. Das war von einem Dobrindt, der dann irgendwie die Sondierungen vergleicht mit der Grünen Jugend, Stuhlkreis, irgendwie die kleinen Kinder. Das war aber ehrlich gesagt auch von Leuten aus meiner Partei, die dann immer so ein bisschen waren, wir haben doch damals noch die Barrikaden gebaut und den Castor blockiert und ihr schaut nur auf euer Smartphone. Die haben die Art, wie wir Politik machen, nicht ernst genommen. Also dass zum Beispiel, wenn ich auf mein Smartphone schaue, das nicht heißt, ich setze mich nicht mit meiner Außenwelt auseinander, sondern dass es ein Zugang zu meiner Außenwelt ist. Und die haben uns unterstellt, wir würden uns nicht mit Politik beschäftigen. Und ich glaube, dass das, dieses krasse Auftreten, gerade auch ein Zeichen ist, ihr müsst uns jetzt ernst nehmen. Ihr kommt nicht mehr drum rum, wir fragen nicht mehr, wir bitten nicht mehr nett, wir klopfen nicht an, sondern wir sagen jetzt einfach, hier sind wir. Genau, ich glaube das auch. Ich habe das Glück, dass ich aus einer politischen Sozialisation komme, wo man sehr früh irgendwie Verantwortung übertragen bekommen hat. Das war bei uns irgendwie in der Partei ganz schnell so, dass man da sehr schnell was machen konnte. Sind halt weniger als anderswo. Na, es ist, genau, also ich glaube schon, dass das Parteien auch selber ausmacht. Ich glaube auch, dass es eine regionale Frage ist. Da gibt es wahrscheinlich in allen Parteien Unterschiede, aber das muss auf jeden Fall passieren. Ich glaube, dass junge Menschen ganz schnell verstehen, ob derjenige, der ihnen gegenüber sitzt, sich mit einem Thema ernsthaft auseinandersetzt. Gesetzt hat. Und wenn wir die Freiheitsdiskussion im 21. Jahrhundert mit der jetzigen Jugend ernsthaft über die Debatte Fleisch essen oder nicht führen wollen, dann werden junge Menschen die Arme verschränken und sich denken, was ist das für ein politischer Mensch? Also ist das ernsthaft die Debatte, die wir führen wollen? Die sind so klug, die sind so gut ausgebildet, die haben so einen guten medialen Zugang. Die wollen darüber diskutieren, wollen wir auf synthetisches Fleisch setzen beispielsweise. Ja, das ist ja eine Diskussion, so, das weiß ich, habe ich noch nie probiert, müsste ich mal machen. Da würde mich auch mal Ihre Meinung interessieren. Ich möchte es gar nicht probieren. Jetzt will ich erst wissen, aber was wir jetzt hier zum Nachtisch bekommen. Also nehmt die jungen Leute ernst. Versucht ihnen nicht mit Scheindebatten von vor 20 Jahren Politik vorzumachen. Da sind die viel zu klug für. Die merken das sofort. Wir müssen gar nicht auf synthetisches Fleisch gehen. Sondern stattdessen bekommen wir jetzt hier wir machen eine, das ist ein Demeter-Joghurt-Eis mit einer Milchmädchencreme und einer karamellisierten Ananas. Die kommt aber jetzt auch nicht aus einer regionalen Produktion. Nein, aber einen Apfel können wir hier anbauen, eine Ananas und darum nehme ich. Und die Freiheit möchte ich mir auch nicht nehmen lassen, dass ich keine Ananas essen darf. Aber in unseren Breitengraden ist es leider klimatisch nicht möglich, eine Ananas anzubauen. Zumindest nicht klimaneutral. Sowohl ein Apfel, eine Birne, und die muss nicht aus Neuseeland kommen, was absoluter Schwachsinn ist. Ich glaube, zu diesem Scheindebatten-Ding, was gerade aufkam, was ich auch sagen will mit diesem Ernst, die haben Bock auf Politik. Also die haben tatsächlich Bock auf politische Vorschläge, wie kann irgendwie eine CO2-Neutralität 2015 aussehen, was sind die Schritte dafür. Und ich glaube, das widerspricht auch dem, was Sie vorher meinten.
Sie haben keine Lust, dann als der Böse dazustehen. Ich glaube, das bringt auch niemand weiter. Also diese Debatte moralisch aufzuladen. Ja. Wer ist auf der guten Seite, wer ist auf der bösen Seite? Darauf habe auch ich gar keine Lust, weil ich will nicht mit Leuten darüber reden, ob sie böse oder gut sind. Das sind für mich keine politischen Kategorien, sondern die politische Kategorie ist, was ist das Ziel und was sind die Maßnahmen, wie wir hinkommen. Und ich glaube, da werden wir Differenzen haben, auch bei manchen Maßnahmen. Was wird dann zum Beispiel Höfner von Vorlagen gemacht und sowas. Aber ich glaube, wir müssen davon wegkommen. Und ich glaube auch, dass diese Bewegung, die wir gerade mit Fridays for Future erleben, eine Chance ist, davon wegzukommen, das als moralische Debatte zu führen, weil nachher muss es eine politische Debatte sein, das ist ja auch unsere Verantwortung. Wir sind ja nicht Moralethiker, sondern Politiker. Das war ein wunderbares Schlusswort. Das kriegt man viel besser gar nicht hin. Und es gibt uns allen die Möglichkeit, ohne weiterreden zu müssen, jetzt diesen wunderbaren Nachtisch zu genießen. Ganz herzlichen Dank für die spannende Diskussion, für die Zeit, für den Besuch. Und ich sage Tschüss bis zum nächsten Küchenkabinett.